von oben nach unten jede Etage durch. Alle Leute nach unten zum Ausgang schicken. Thomas, Leute! Hey, was soll der Aufstand? Bitte verlassen Sie alle die Wohnung. James, lass mich nicht allein! Was am Schnitt? Ist vorbei! Nicht aufgeben! Lass mich zu meinem Mann! Vorsichtig, die Feuer schießen! Michelito! Was muss noch geschehen, bevor Sie den Menschen einen Wein einschenken? Jeder Leichnam muss durch uns zerstört werden, sonst verwandelt er sich ebenfalls in ein Monstrum. Nach einiger Zeit erhebt es sich und tötet, und seine Opfer verwandeln sich ebenfalls und töten auch. Auch wenn es pietätlos klingt, die Leichen müssen zerstört werden. Indem wir das Gehirn entweder irreparabel schädigen oder es vom übrigen Körper separieren. Die Öffentlichkeit verlangt nach Tatsachen. Was wissen Sie genau? Einiges wissen wir mit Sicherheit. Zum Beispiel, warum Sie töten. Sie töten aus einem einzigen Grund. Sie brauchen Nahrung. Unserem Reporter beim Nationalen Krisenstab die Bestätigung, dass die Verbindung mit Detroit endgültig abgerissen ist. Das dürfte bedeuten, dass dort keine Menschen mehr am Leben sind. Das gleiche gilt für Atlanta, sind ja überall. Boston, Philadelphia und New York City. Die letzten Berichte aus Detroit und Atlanta besagen, dass sich dort ein unübersehbarer Zug von Toten durch die Straßen wälzt und alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt. Aber was sind Sie? Ein Teil von uns. In der Hölle ist kein Platz mehr. Was? Das hat früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal was von Macumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde.